Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Part des Tippspiels der ersten Bundesliga. Ich bin hier euer C-Only Paul. Und ja, der fünfte Spieltag hatte einiges zu bieten. Und ich habe mir das schon mal angeschaut und so schlecht getippt habe ich nicht. So, dann schauen wir mal drauf. Mainz-Hoffenheim. Leider 0 Punkte. Ich hätte eigentlich auf einen Sieg für Mainz tippen sollen. Wäre schlau gewesen. Wolfsburg Hertha, die 2 stimmt, die 1 nicht, ein Punkt wenigstens. Hamburg Frankfurt, 0 Punkte, das Spiel endete 0-0 Remis. Werder gegen Ingolstadt, leider hat Werder verloren, richtig schade, 0 Punkte durch einen Elfmeter. Gladbach mit der fünften Niederlage. Lucien Favre ist ja jetzt zurückgetreten. Erstmal 2 Punkte habe ich, weil ja Köln 1-0 gewonnen hat durch den Treffer von Modest nach Vorlage von Bittencourt. Was sagt ihr im Moment zu Gladbach? Wie enttäuschend ist es? Und wird Gladbach diese Saison absteigen? Oder wird Gladbach noch ein bisschen die Wende kriegen und im gesicherten Mittelfeld landen? Würde mich interessieren, was ihr davon denkt. Schreibt es mir in die Kommentare. Darmstadt, Bayern, mein Tipp 0-3 und es stimmt, 3 Punkte. Coman auch mit einem richtig guten Spiel. Oder Coman, ist ja Franzose, Coman, glaube ich, wird es ausgesprochen. Stuttgart-Schalke, auch gut getippt. Schalke hat 1-0 gewonnen auswärts, also Stuttgart wird auch ein wenig besser. Also das Ergebnis ist ja jetzt nicht so hoch wie die letzten. Dortmund-Leverkusen hätte ich eigentlich auf Dortmund tippen sollen. Haben ja 3-0 gewonnen. Leverkusen kann noch nicht mit den großen Teams mithalten. Sowohl gegen Dortmund als auch gegen Bayern jeweils 3-0 verloren. Und im Spiel Augsburg-Hannover holen wir einen Punkt. Augsburg hat 2-0 gewonnen. Ja, war ein guter Spieltag, wenn wir es mal ausrechnen. 1, 3, 6, 8, 9 Punkte. Keine schlechte Ausbeute. So, kommen wir zur englischen Woche. Die englische Woche steht hier an und gleich das erste Spiel hat es in sich, Bayern gegen Wolfsburg. Also morgen am Dienstag spielen die Bayern zu Hause gegen Wolfsburg. Der Supercup endete ja nach 90 Minuten 1-1 und da hat ja Wolfsburg nach dem Elfmeterschießen gewonnen. Ich glaube, es wird kein 1-1 geben. Zwar ist Wolfsburg stark, aber ich glaube, Bayern gewinnt mit 2-1. Hertha Köln. Beide Teams sind gut drauf. Hertha hat zwar 2-0 verloren, aber sie spielen jetzt zu Hause und zu Hause spielen sie nicht so schlechten Fußball. Köln sowieso diese Saison stark. Ich tippe aber auf ein 1-1 Unentschieden. Darmstadt-Werder. Darmstadt wird auf jeden Fall ein Tor schießen, da sie zu Hause spielen und auch eine gute Mannschaft haben, gut spielen, kompakt stehen. Werder wird noch nicht zu 0 gewinnen. Ich glaube, das dauert noch. Ich glaube aber schon, dass Werder Möglichkeiten hat zu gewinnen und hoffe es auch. Und ich tippe 1-2. Ingolstadt-Hamburg. Da tippe ich fast die Tordifferenz wie bei Bayern, Wolfsburg und Darmstadt-Werder. Ich tippe 1-0 für Ingolstadt. Hamburg mit einem Trend nach oben. Aber ich denke, Ingolstadt ist stärker und wird dann einen Sieg einfahren. Und auch wieder einen knappen wie jetzt in Bremen. Gladbach-Augsburg. Lucien Favre ist zurückgetreten. Und ich denke mal, der Co-Trainer übernimmt jetzt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich denke, es wird schwer für Gladbach, aber ich denke, dass gerade dieser Schwung etwas bringen wird und tippe hier 1-2. Ich glaube, dass Augsburg gewinnen wird, aber dass Gladbach auch ein Tor schießt. Also, dass sie jetzt nicht torlos bleiben. Wie in den letzten 3 Spielen, wenn ich mich nicht irre. So, Leverkusen-Mainz. Leverkusen kann er gegen diese kleineren Teams gewinnen, aber Mainz schätze ich schon stark ein. Ich tippe 2-2. Hannover, Stuttgart. Stuttgart mit einem Trend nach oben.
Und Hannover ist sehr, sehr schwach, steht, glaube ich, auf dem 16. Tabellenplatz oder 15 auf jeden Fall unten. Und ich glaube auch, die werden absteigen. Prognostiziere ich jetzt. Deshalb tippe ich 0 Hannover, Stuttgart 2. Schalke Frankfurt. Ich denke, das kann ein torreiches Spiel werden mit Meier und auch bei Schalke vorne im Sturm. Hat sich einiges getan, taktisch auch ein bisschen besser. Meier ist Stammspieler, das freut mich für ihn. Ich tippe 3-2 für Schalke. Und das letzte Spiel. Dortmund muss in Sinsheim ran gegen die TSG. Hoffenheim finde ich sehr schwach im Moment. Die werden keine Tore schießen, auch wenn die zu Hause spielen. Und Dortmund wird 3 Tore schießen. Das war es von meiner Seite aus. Also englische Woche diese Woche. Also sprich morgen, ich glaube, 4 Spiele und am Mittwoch 5. Können ja dann auch hier auch sehen, wer dann zuerst spielt. Am Donnerstag wird es dann den 7. Part geben zum 7. Spieltag, der jetzt am Wochenende stattfindet. Und auch mein Let's Play wird so zum Wochenende hin folgen. Da machen wir dann mit Leverkusen weiter. Ich habe jetzt schon 2 Parts online gestellt und ich hoffe auf Kommentare, sonst werde ich selbst ein bisschen nach Transfers schauen und auch so ein bisschen den Kader planen. Das war's dann von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann zum Wochenende hin. Ciao!